Die Märkte, tja, brauchen wohl eine Erholungspause. Die letzten Tage, die letzte Woche war deutlich verhaltener im Vergleich zu den Vorwochen, was ja kein Wunder ist. Wir bewegen uns an Widerstandsbereichen in den allermeisten Märkten und Indizes und genau da wollen wir jetzt einen Blick drauf werfen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt und ich bin immer noch im Playa del Carmen in Mexiko. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich bleibe noch einen weiteren Monat hier und werde natürlich auch weiter berichten, was es so Spannendes zu erleben gibt. Am Ende, man geht hier immer weiter auch in das bessere Wetter rein. Jetzt ist es ein bisschen gemischt. Das Meer ist sehr unruhig. Gestern Tauchgang wurde mehr oder weniger fast schon abgebrochen. War schon wieder schwerer, ins Boot reinzukommen. Aber es ist halt eine Sache. Die Sonne scheint, am Strand geht's rund. Und das ist natürlich dann natürlich die andere Seite und es lässt sich ganz entspannt leben und auch genießen. Essen ist fantastisch, wenn man natürlich auf die mexikanische Küche steht, ja, das gehört dazu, Tacos und Enchiladas und all das, was natürlich dazugehört. Aber es gibt natürlich auch so ein paar andere Sachen wie Ceviche, die sich eigentlich durch ganz Lateinamerika ziehen, die es natürlich auch hier gibt und auch mal ein Versuch wert sind. So, das mal als Hintergrund und jetzt geht es natürlich direkt wie gewohnt in die Zahlen, was erwartet uns in der aktuellen Woche, worauf können wir uns hier freuen? Na, ich weiß nicht, ob wir uns freuen können auf das, was Frau Lagarde spricht am Montag, also jetzt dann irgendwann am Abend. Der Punkt ist allerdings auch, und das betone ich auch immer wieder schon seit Wochen, so viel zu erzählen, sollte sie eigentlich auch nicht haben. Inflation ist verhalten geworden, ist wieder auf dem Rücklauf, Rückgang und das wird sich wahrscheinlich auch fortsetzen. Wir haben uns bei Fast & Forex ja mal Ölpreis angeschaut und vor allem auch den Gaspreis und haben immer festgestellt, zumindest beim Gaspreis, der hat sich ja nun mittlerweile um 70% verringert vom Hoch, ja, wo er alles irgendwie dann angefangen hat. Und das spricht ja schon eine deutliche Sprache. Also ist die Frage, wo soll es denn noch herkommen, was die ganze Inflation angeht? Ja, ich weiß, auch der Dollar spielt natürlich eine Rolle dabei. Momentan ist er was günstiger geworden, ja, gegenüber allen anderen Währungen. Aber das mag sich dann ziemlich zügig wieder ändern. Ob das jetzt so einen großen Einfluss auf die Inflation hat, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe ja davon aus, dass es alles wieder so ein bisschen zurückgeht. Vielleicht auch durch Rechentricks, wer weiß. Aber am Ende soll uns das ja nicht stören, sobald die Preise wieder etwas sinken. Dann fehlt aber auch die Grundlage für Zinserhöhung. Und damit ist natürlich auch hier der Weg frei für weitere Fantasie im Markt. So, das Gleiche gilt natürlich dann auch, wenn wir über die anderen Zahlen sprechen, Dienstag und Mittwoch, ja, wir reden über Einkaufsmanager-Index in Deutschland, wir sprechen über den Geschäftsklima-Index der IFO für Deutschland. Ja, da ist natürlich die Erwartung, dass es etwas zunimmt, ja, dass einfach die Stimmung sich etwas erhöht, ja, das auffällt. Und ich gehe auch davon aus, dass es auffällt, einfach weil die Menschen, die Wirtschaftsteilnehmer, so nennen wir sie mal, ja, also alle diejenigen, die irgendwie was in der Wirtschaft beobachten und auch veranstalten, etwas positiver in die Zukunft schauen. Und das sehen wir eben an China. China fängt wieder an durchzustarten. Das mag sich jetzt ein bisschen noch hinzögern, aber im Großen und Ganzen ist es relativ klar, wenn der Motor wieder läuft, dann kommen die Lieferketten wieder in Gang. Ja, dann haben wir auf einmal wieder nicht die Mängel in dem einen oder anderen Bereich, sondern dann wird wieder voll durchgestartet. Ja, und dann kann man eben wieder Business machen. Und am Ende geht es ja genau darum, um den Business. So, deshalb, auch das dürfte sich positiv auswirken auf die Märkte, zumindest von der fundamentalen Seite. Ja, jetzt ist natürlich auch immer der Punkt, das müssen wir auch berücksichtigen. Natürlich interpretieren die Märkte zumindest kurzfristig Dinge so, wie es gerade passt, ja, wie sie es auch gerade haben wollen, ja, wie es gerade auch zu der eigenen Stimmung passt, dürfen wir auch nicht vergessen, ja, deshalb Vorsicht auch mit dem News Trading, da reinzuspringen, versuchen schlauer zu sein als der Markt, ja, geht oftmals eben schief. Genau aus dem Grund, ja, ist der Markt bullish, werden schlechte Nachrichten übersehen, ist der Markt bearish, werden schlechte Nachrichten überbetont, ja, so ist das eben einfach und dementsprechend müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen, was der Markt letztendlich daraus macht und was es für uns auch bedeutet. Aber dafür gucken wir uns ja auch das hier gemeinsam an. Am Donnerstag dann, ja, wir sprechen über Rohöl am Mittwoch, okay, lassen wir mal beiseite fallen. Das ist jetzt nicht so spannend für uns hier in dem Format. Donnerstag dann in den USA Bruttoinlandsprodukt. Ja, hier geht es eigentlich von der Annahme her, dass es ein bisschen runter geht. Das können wir uns vorstellen, wenn es ein bisschen höher geht. Dann spricht das schon wieder für ein Wirtschaftswachstum, ob das schon jetzt so kommt. Das sei mal dahingestellt, das glaube ich jetzt allerdings auch noch nicht so richtig, denn an der Börse nochmal, es geht ja immer um die Zukunftsperspektive, nicht von heute auf morgen, sondern
über die nächsten 3-6 Monate. Ja, und da wird es sicherlich so sein, dass die Märkte auf Erholung spielen. Das haben sie schon die ganze Zeit jetzt getan, die letzten vergangenen Wochen oder gar Monate. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel muss noch kommen, um das weiter anzutreiben, um eben zu sagen, ja gut, wir kaufen noch mehr, ja, wir steigern noch mehr. Dementsprechend ist hier die Frage, ob das nicht schon alles eingepreist ist und was der Markt jetzt eben noch erwartet. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen Zahlen, für die Arbeitslosenhilfe, für die Verkäufe neuer Häuser und natürlich auch das, was wir ansonsten von den anderen Zahlen bekommen. Wir haben am Freitag nochmal EZB-Präsidentin Lagarde. Wir haben nochmal die Kernrate im Preisindex in den USA, schwebende Hausverkäufe. Aber auch da, wir sehen, die Prognose ist einfach eine Erholung erwartet. Ja, das ist etwas weniger ist also etwas mehr von weniger, dass es wieder besser wird, so formuliert. Und all das dürfte aber erstmal so ein bisschen zurücktreten. Ich gehe eher davon aus, dass der Markt vorsichtig wird und dass wir uns einmal in den Charts anschauen, wo wir da eben einfach auch stehen. Und damit gehen wir direkt in die Charts rein. Und wir sind im DAX. Wir starten natürlich wie immer mit dem FDAX im Future hier. Und was wir eben sehen, ich habe mal die Prognose drin gelassen auch. Eigentlich sind wir hier Zufall, fairerweise, ja. Ich habe das ja einfach nur hier so reingemalt, aber passt das schon, denn es geht ja auch immer so ein bisschen um das Gefühl, wie viel Bewegung traue ich denn dem Ganzen einfach noch zu. Ja, da kann man mal, und das ist eben Glück und Pech im Trading, ja, da kann man mal sagen, ey, ich habe es zufälligerweise punktgenau getroffen, oder man kann eben sagen, oh Mensch, das ist der Markt, das Biest, 2 Punkte vorher wieder abgedreht. Sowas aber auch, ja, das ist ein bisschen Glück und Pech. Aber im Großen und Ganzen mit einer Analyse hat eben auch nicht nur Glück und Pech was zu tun, sondern natürlich auch was damit zu tun, was traue ich dem Ganzen noch zu, wo stehen wir, wo sind Unterstützung, Widerstände, wie ist die Marktdynamik überhaupt einzuordnen und wie ist das Zusammenspiel auch dann zu werten. Und das habe ich dann eben auch immer oder wägt mich halt auch immer zu diesen Zeichnungen. Wobei ich hier natürlich auch sagen muss, dass es hier ja nicht so wirklich runterging, wie prognostiziert und gedacht. Ja, das wäre so eine Erholung. Und weil dieser Erholung oder diese Korrektur mit der Erholung einfach nicht so stattgefunden hat, tut sich der Markt aus meiner Sicht jetzt eben auch besonders schwer. Jetzt kann ich das mal rausnehmen, ja, genug geprahlt, ja, zack, weg damit. Ja, wir sehen jetzt hier so einen Spinning-Top in einem Widerstandsbereich und wir sehen aber auch, dass wir uns hier wirklich mehr oder weniger schon ziemlich stark am Allzeithoch lang bewegen. Ja, da sehen wir ja, da fehlt ja nicht mehr viel. Also wenn wir mal grob sehen, ja, Sie wissen ja, ich bin eher so der Pi mal Daumen Typ, der 16.300, der ist Allzeithoch und momentan stehen wir eben bei 15.300, da fehlen 1.000 Punkte, ungefähr, ja. So, und das ist etwas für uns, wo wir einfach sagen müssen, wie schnell soll es denn gehen und wo kommt die Fantasie für Allzeithochs wieder her? Denn fairerweise müssen wir natürlich auch sagen, es stottert und hakt ja irgendwie ja dann doch noch, ne? Denn ja, man mag vielleicht darauf spekulieren, dass Energiepreise niedriger werden, Gas und Co., auf der anderen Seite sind sie das ja erstens noch nicht, zweitens müssen ja trotzdem die Gewinne auch erstmal gemacht werden, die dann nachher das Allzeithoch auch wieder rechtfertigen. Ja, das kommt natürlich ja später alles. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Markt so langsam erstmal die Luft rausnimmt und im Endeffekt erstmal abwartet, wo geht die Reise jetzt eigentlich hin, von der fundamentalen Seite, ja, von dem Futter, das auch die Wirtschaft braucht, um eben wieder zu wachsen. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass auch viele Unternehmen in gewisser Bedrängnis sind. Ja. Wir sehen in den USA, sehen wir auch Entlassungen, gerade bei den Tech-Werten, ja, bei den großen, ja, Microsoft, Google. Ja, alle sprechen von Entlassungen. Da reden wir nicht über 3 Leute, da reden wir über 10.000. So, das spricht schon mal ein Wort, auch wenn das irgendwie auch nur ein paar Prozent sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist schon mal ein Wort und so einfach ist es dann eben doch nicht. Und das sehen wir jetzt halt auch in den Märkten, in den Bewegungen. Es wird ein bisschen Luft rausgenommen, man wartet ab und dementsprechend können wir direkt mal in den Tag schauen, wo sich das Ganze denn dann so hinbewegt, was wir denn dann am Tag auch letzten Endes erwarten können. So, und wir sehen, und das finde ich auch nach wie vor spannend, diese Bewegungsmuster auch. Ja? Und wenn man die Kerzen so ein bisschen lesen kann und sich damit beschäftigt, wir sehen erst eine gewisse Dynamik und dann wird es immer schwieriger. Ja? Doji, kleine plattgedrückte Dojis. Ja? Wer da intraday unterwegs ist, der wird nicht viel abfischen können. Ja? Das sind ein paar Punkte hoch, ein paar Punkte runter. Da passiert dann aber nicht viel. Und das ist dann eben immer die Krux auch bei der Geschichte. Und dann sehen wir Spinning Top. Und dann kommt der Markt schon runter hier am Donnerstag. Jetzt hier der Freitag war dann ein zaghafter Versuch. So, und was lässt sich daraus ableiten? Okay, wir haben jetzt hier so einen Unterstützungsbereich erreicht, auch mit dem Simple Moving Average 10. Ja, sehen wir hier der 10er,
der hier steht und wartet und schon mal ein bisschen Unterstützung bieten kann. Wir sehen aber auch, dass der Markt weit davon schon entfernt war, also relativ weit schon. Ne? Vom 20er will ich gar nicht erst sprechen. Jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, die Tendenz eines Preises ist ja immer auch wieder dabei, zum Durchschnitt zurückzukehren. Weil ja auch mal das gerade sein mag, aber der 20er hat sich dabei ganz gut bewährt. So, und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wo der Markt steht. Und der kleine Durchschnitt 20 steht. Das bedeutet, entweder der Durchschnitt kommt irgendwann mal zum Preis angewandert. Durch die Berechnung zieht er sich dann hoch. Da muss der Preis aber stillstehen, sowas wie hier. Ja, da kommt der Durchschnitt schon hoch. Da. Ja, da ist aber hier nicht viel passiert. Oder der Preis kommt zum Durchschnitt. Viele mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und das wäre dann die Korrekturbewegung in dem Bereich 14.600 Punkte. Ja, da in dem Bereich, vielleicht ein bisschen drüber, 14.700 Punkte, sei es drum. Aber da kann ich mir das eher vorstellen, dass der Markt da runterkommt, korrigiert und dann einfach sich neu sortiert. Dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass es erstmal wieder aufwärts geht. Das aktuelle Idealszenario für mich wäre einfach der weitere Ablauf, dass der Markt auf die rund 14.650, 14.700 läuft, nochmal wieder anhebt, ja, nochmal wieder den Versuch wagt, aber dann, und das lässt sich auch relativ leicht dann vom Dow Jones ableiten, den wir uns einfach anschauen werden, natürlich. Ja, und dann irgendwo in dem Bereich bei 15.200 nochmal abdreht und so etwas wie ein Doppeltop abbildet. Das ist so meine Idealvorstellung, meine ideale Idee. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ja, vielleicht sehen Sie das anders, aber das ist einfach die Idee dabei, die ich verfolge. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Markt jetzt hochgeht und einfach direkt auf das Allzeithoch, auf das Hoch, ne, wieder weiter angeht. So, das wäre aus meiner Sicht auch nicht wirklich gesund. Denn nochmal, und das sage ich immer wieder, uns fehlen dann irgendwann auch die Haltepunkte. Und die Haltepunkte sind ja nun auch mal wichtig. Ja. Gucken Sie mal, ich finde das ja, guck mal, den brauchen wir jetzt gerade nicht, der gehen wir hier hoch. Ja, ich finde das ja nach wie vor halt auch immer spannend. Ja, also es funktioniert schon mit den Unterstützungen und Widerständen, oft genug jedenfalls. Und daraus lässt sich immer wieder was ableiten, ja, dass der Markt hier so lang kriecht, durchbricht, zurückkommt. So, und das dürfen wir natürlich auch an anderer Stelle erwarten. Und die andere Stelle ist dann nehme ich mit denen mal, können wir ein bisschen rumspielen. Ja, vielleicht der Bereich hier, ne, so ein bisschen konstruiert, aber wir sehen, ein bisschen was ist hier ja auch los. Und es wäre nochmal so ein Haltepunkt, bevor der Markt es eben dann wirklich nochmal ganz weiter versucht, noch weiter anzusteigen. Was habe ich jetzt gemacht? Genau da. Ja. So, also das wäre so die Idee. Das heißt, wenn er hochkommt, dann wartet bei 15.500, 15.600 eigentlich der nächste Widerstandsbereich und dann sind wir relativ zügig, ne, sind wir bei 16.250, dann kommen wir relativ zügig in den Bereich des Allzeithochs wieder rein. Und wie gesagt, ob das jetzt so nachhaltig ist, das wage ich dann zu bezweifeln. Es wäre eher so eine Schockreaktion förmlich, auch vielleicht sinkende Zinsen. Na, je nachdem, ob von Frau Lagarde dann vielleicht so ein Signal kommt, dann könnten alle durchdrehen. Aber ich bin unsicher, offen gesagt, ob das dann schon wirklich die Idee ist, die der Markt auch langfristig verfolgt und ob Allzeithochs tatsächlich schon so gerechtfertigt sind, auch von der Zukunftsidee her, als dass sie jetzt sofort entstehen könnten. So, das ist die Idee dazu. Deshalb fassen wir zusammen für den DAX. Ich gehe ja davon aus, dass der Markt auf die rund 14.650-700 fällt, als dass er ansteigt. Falls er ansteigt, sehe ich bei 15.550, 15.550, so in dem Bereich definitiv auch Widerstandsbereiche, weil einfach, erstens, sie sind da, wenn auch nur gering. Zweitens, die Korrektur ist reif. Also der Markt ist reif für die Korrektur, muss korrigieren. Ja, und deshalb ist das mein bevorzugtes Szenario. Wir gehen in den SMI und der tut sich ähnlich schwer, auch wenn der natürlich der SMI noch weit entfernt ist vom Allzeithoch, ja, das wir hier irgendwo haben, genau, hier bei 13.006, also bei rund 13.000. Jetzt sind wir bei 11.400, ist ja auch schon relativ nah, aber eben nicht so nah dran, ja, wie beim DAX. Und wir sehen eben auch, dass wir hier in diesem Widerstandsbereich auch Wochenbasis schon mit so einem Candlestick, der eher für eine Umkehr spricht, zu tun haben, nämlich ein Shootingstar. Auch hier die Prognose, Sie sehen es ja, geht ja eher davon aus, dass wir hier abdrehen kurz und das ist definitiv der Favorit in den kommenden Tagen, auch in der Woche jetzt, dass der Markt sich zumindest mal ein bisschen korrigiert
Und dann haben wir den kleinen Durchschnitt 10, der dann auf uns wartet bei rund 11.100, 11.050. Ja, da kommen wir dann irgendwann an diese kleine Aufwärtstrendlinie. Da kann ich mir vorstellen, dass der Markt dreht. Da sind wir aber immer noch weit entfernt vom kleinen Durchschnitt 20. Ja, den sehen wir hier. So, und wenn das hier jetzt nicht so richtig krass hochgeht, dann wird er sich auch noch so ein bisschen lang bewegen und so ein bisschen brauchen einfach. Ja. So, und das ist einfach so eine Idee, die ich mir so vorstellen kann. Und dann ist natürlich auch der weitere Verlauf möglich. Und da sind wir mehr oder weniger im Gleichklang mit der Prognose auch für den DAX, dass es hier abdreht und zumindest mal den kleinen Durchschnitt 20 dann auch von oben mal wieder testet, was auch durchaus gerne gesehen ist. Na, wir sehen es hier, wir sehen es da, wir sehen es da, wir sehen es hier in dem Bereich. Ja, also es bleibt nicht aus, hier, ja, hier. So, und es ist wünschenswert, brauchen wir nämlich für unsere Lieblingsstruktur, nämlich diese hier. Ja, da muss ja irgendetwas hier in dem Bereich muss ja kommen. Ja, so, und dementsprechend, das suchen wir. Das ist meine Idee hierzu. Das bedeutet, dass wir, wenn wir im SMI diesen Weg weiter verfolgen, wovon ich ausgehe, dass wir halt dann unterhalb des Tiefs hier bei 11.250, sagen wir die 8 Punkte Puffer, ja, dann sind wir relativ zügig irgendwie in dem Bereich, ja, sag ich mal, bei 11.000 rund. Ne, runde Zahl, auch Magnet. Und das dürfte dann passen. Schauen, ob wir der 20er, ob der auch schon dabei ist. Aber das ist so die Idee, die wir dabei haben. Und das wird im Tageschart sich letzten Endes auch genauso darstellen. Hier sehen wir schon, wie das dann weiter runter geht am Widerstandsbereich. Und man hat das obere Bollinger Band gesehen. Da kommen die kleinen Spinning Tops, der Durchlauf. Und wir sehen aber auch hier schon Unsicherheit und Bremsspuren. Zaghafter Versuch immerhin. Und jetzt geht es weiter runter. Dann hier der letzte Tag, der Freitag, praktisch nicht vorhanden. Ja. Also, ja, hätte man sich auch schon direkt ein Schümli nehmen können und sich dann dementsprechend am Freitag schon ins Wochenende begeben können. Da war da nicht viel zu holen. Also, dementsprechend bleibt der Ausblick auf die Woche. Wir gehen mal nach Japan, also nach Asien. Wir schauen uns den Nikkei an. Hier war ja die Idee, dass es eigentlich sich, naja, etwas zaghaft verhält. Ich hatte ja angedeutet, mir würde dann gefallen, falls es hier runtergeht, dass es dann nochmal einen Fehlausbruch gibt mit zum entsprechenden Hammer. Den hat es nicht gegeben, aber wir sehen trotzdem, ja, das war ja dann hier, worauf wir auch schon geschaut haben, ja, aber wir sehen auch hier, dass es diesen, naja, diesen Diskussionsbedarf ja nach wie vor gab. Es ging jetzt hier nicht weiter runter, aber hier in der Vorvorwoche, da ging es schon kräftig zur Sache und jetzt haben die Käufer für sich entschieden und ich finde es eigentlich auch ganz spannend mal zu sehen, wie die Unterschiede sind. Jetzt schauen wir auf Europa, wir schauen gleich auf die USA. Ja, wie die Unterschiede sind in den einzelnen Regionen und Kontinenten. Jetzt sind wir hier im Nikkei ja schon die ganze Zeit, eigentlich schon das gesamte letzte Jahr mehr oder weniger, ziemlich stark seitwärts gelaufen, nicht mehr oder weniger, sondern deutlich seitwärts gelaufen. So, und das bedeutet, dass sich dieses einfach jetzt so fortsetzt und fortführt. Ganz im Gegenteil zu dem, was wir im DAX sehen, ja, wo es dann praktisch eine Rallye gab, auch eine gewisse Rallye im SMI, natürlich ganz zu schweigen von der Rallye in den USA beim Dow Jones. So, das hat sich jetzt hier alles nicht so getan. Jetzt geht es hier sauber seitwärts weiter. Wir sind jetzt hier im Nikkei in der Mitte angekommen, am Widerstandsbereich, hier definiert durch die Tiefpunkte, ja, vom Mai 21 durchgängig bis Herbst 21. Dann hat das auch immer wieder mal eine Rolle hier gespielt innerhalb der Range. Und es ist auch größtenteils, ja, die Mitte der Range. Damit spielt das aus meiner Sicht auch immer wieder eine Rolle, dieser Bereich. Jetzt ist es spannend, ob der Markt hier durchbricht. Ja, so, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch hier diese Oberkante anläuft. Und nochmal, das muss ja jetzt nicht punktgenau sein, das wäre ein bisschen vermessen. Sondern wir reden lieber von Bereichen und da sind wir dann irgendwo bei 28.150, von mir aus 200. Wenn es gut läuft, 400, aber da reden wir eben wieder Glück und Pech im Trading. Der Markt entscheidet es und nicht wir. Ja, deshalb bin ich immer ein Freund davon, sich an den Stellen mit Gewinnmitnahmen zu beschäftigen, wo es wirklich auch viel Price Action gab, ja, wo einfach wirklich viel gegangen ist. Und das sind dann eben diese Bereiche und weniger die Ausläufer. Ja, das können wir uns so vorstellen, wie der Motor, dass das Auto noch so ein bisschen rollt, obwohl der Motor ausgeschaltet ist. Wissen wir auch nie genau, wo das Ganze sich dann eben hinbewegt. Und damit haben wir im Endeffekt hier diesen Bereich als Widerstand.
Und dann gilt natürlich auch hierzu die Frage, wie ist die Spekulation dann auf Japan, auf Asien? Es kann ja durchaus weitergehen, ganz gemütlich, seitwärts. Aber das werden wir uns dann eben im Laufe der Zeit wieder anschauen. Ich finde es aber nochmal, und das ist eben auch der Vergleich, ja, wo bei uns jetzt in Europa, aber auch in den USA deutliche Korrekturzeichen kommen, ist es hier eben erstmal das Zeichen auf eine andere Art der Korrektur, nämlich die Korrektur der Abwärtsbewegung, jetzt zur Aufwärtsbewegung innerhalb einer Range. So, das bedeutet aber auch, dass wer traden will und wer sie eher nur als Käufer betätigt, natürlich auch mal den anderen Markt und andere Märkte betrachten darf, die eben dann auch mal im anderen Bewegungsmuster sind. Und ich hatte Ihnen ja auch schon mal den IDX, den indonesischen Markt gezeigt, der ja dann auch völlig anders gelaufen ist, gerade als alles runtergegangen ist, hatte der ein Allzeithoch. Und das finde ich eben spannend, sich auch sowas mal dann von der Seite zu betrachten und zu beleuchten. Wir springen mal kurz in den Tageschart. Genau, und wir sehen einfach dieses Muster, das wir auch immer suchen, ja, diese tieferen Tiefs, höheren Hochs, ja, dieses Muster von Aufwärtstrends, und das ist ja eigentlich genau das, wo wir auch sinnvoll reinsteigen können. Ja, ich verweise dann auf solche Muster, so eine bullische Engulfings, ja, sowas hier kann interessant sein, das ist eine tiefe Korrektur, ungefähr eine 61,8, ja, sowas ist interessant hier vom Kerzenkörper, insgesamt sind wir dann, ja, passt schon. Ja, sowas kann man dann nehmen, um sich vielleicht auch etwas aggressiver zu positionieren. Wir sind oberhalb des Durchschnitts, wir sehen aber, wie der Zehner schiebt. Solche Sachen sind dann interessant und können wir uns vorstellen, wenn man dann weiter runter geht in die Stunde. Aber Stunde heißt dann natürlich für Sie Nachtarbeit. Ja, ob das so der Spaß ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das kann man eben so runterbrechen. Und natürlich die Idee, die Analysemethode gilt natürlich auch für alle anderen Märkte, ist ja auch klar. Ja, aber solche Sachen, darauf kann man dann gucken. So, wenn wir schon von den USA sprechen, ja, dann sprechen wir natürlich als allererstes mal über den S&P 500. Hier sind wir in dieser Bewegung, ja, diese leichte Korrektur, die jetzt hier kommt, wobei so leicht weiß ich es auch wieder nicht. Wir sehen Doji, Spinning Top, sowas wie ein Hammer, aber nicht wirklich, weil es kein neues Tief gab, auch keine Abwärtsbewegung vorher. Ja, aber wir sehen schon, wie es sich richtig abrundet. Wir sehen auch hier die höheren Tiefs. Dann kommt der Ausbruch hier in der letzten Woche, heftige Gegenwehr der Verkäufer, nahezu, ne, das sehen wir auch hier, immer noch höheres Tief, wenn auch nur knapp, drehen wir über, was haben wir hier bei 901 und hier sind wir bei, na, im Tief, ja, 90, ja, genau, also, genau, 9150 und hier haben wir, okay, 0175, also, ein paar Punkte Unterschied sind da schon, 10 Punkte, aber sei es drum. Ja, da geht dann schon, ja, dem einen oder anderen Investor so ein bisschen der Puls. Können wir uns vorstellen, klar, es geht runter und das Tief wird gefährdet. Viele positionieren sich ja auch da, dass dann der Stop-Loss liegt und es wurde alles wieder hochgekauft, was dann eigentlich erstmal bedeuten kann und das eben auch die Idee, wird auch angetrieben von der Nasdaq, dass es hier erstmal weiter hoch geht, einfach weil die Käufer momentan stark sind. Das mag sich jetzt hinziehen, das heißt nicht, dass jetzt auf einmal alles hier hochrauscht. Dazu sind die Verkäufer noch zu stark gewesen. Aber wir sehen, die Käufer geben hier noch nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass es hier noch in den Bereich von 4.100 geht. Zögerlich, aber immerhin. Ja. Und dann warten da eben die Widerstände, ob sie jetzt hier direkt liegen oder da. Das wird sich zeigen. Ja, also hier halt bei 4.100 oder ob sie jetzt eben auf die 4.180 gehen, das wird sich zeigen. Von der gesamten Bewegungsdynamik her sieht es eher danach aus, dass wir bei den 4.100 schon den entsprechenden Wendepunkt sehen. Und das kann auch durchaus schon in dieser Woche sein. Ich meine, wir sind ja hier im Hoch bei 4.035, so, da kann man schon nochmal innerhalb einer Handelswoche so 70 Punkte machen, bevor man dann wieder abdreht. Das würde jetzt auch dem Gesamtszenario nicht wirklich entsprechend Schaden tun oder das, ne, die Idee gefährden, die ich auch für den DAX oder auch den SMI habe. So, und hier sehen wir auch im Tageschart halt die Bewegung. Auch hier der gleitende Durchschnitt 20 und ich sag's noch, ja, spielt eine gewisse Rolle, spielt er auch hier am Donnerstag da angekommen. Dann ging am Freitag der Markt hoch und damit eigentlich auch ganz interessant. Am Freitag war hier im S&P einiges zu suchen und zu holen. Ja, wir haben uns die anderen Indizes angeguckt, da gab es dann letzten Endes praktisch kaum was, ja, verweist auf den SMI, wo dann eher schon so ein bisschen, tja, Feierabendstimmung, Wochenendstimmung war. So, das kann sich hier, wie gesagt, fortsetzen aus dem Bewegungsmuster, aus der Grundidee.
Und das ist das erste Hindernis, das obere Bollinger Band zusammen mit dem Wochenhoch, mit dem Vergangenen. Und wenn es dann ein bisschen überschießt, ja, dann sind wir da. Aber ich denke und ich rechne dann auch hier mit einer solchen Kerze, so ein Hammer, da ist ein Shootingstar, kein Hammer, meine Güte. Ja, also sowas hier ähnlich, das kann auch eine Zweitagesformation sein. Aber einfach eine Umkehr, gerne ein Fehlausbruch. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, so wollte ich sagen, dass der Markt das hoch hier raus nimmt. Das würde mich wirklich überraschen. Ja, es ist einfach zu viel momentan an Fragezeichen mit dabei. Ja, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass der Markt über die 4081 geht. Ich kann mir eher vorstellen, dass es wirklich so in die 4150, 60, 40, sowas in dem Dreh geht und dann schon ab, dann dreht der Markt ab. Das ist so die Grundidee und daran orientiere ich mich auch erstmal. Wir sehen aber auch starke Bereiche, ja, für entsprechendes Abdrehen. Und nochmal, es muss nicht dramatisch sein. Ja, wir können mal hier so ganz salopp diese Linie ziehen. Ja, die ist jetzt nicht nach Lehrbuch, bitte nicht in der CFDI-Prüfung so machen. Aber sie gibt uns ja schon eine Idee, was hier eigentlich so passiert von den Tiefs, die sich ja immer weiter nach oben bewegen. So, und damit kann man durchaus auch mal sagen, gut, dann darfst du auch korrigieren, hast du hier Haltepunkte und dann kannst du auch wieder Gas geben. Ja, so ist es ja nicht. Und im S&P 500, die Nasdaq. Und hier ist es eben schön auch zu sehen, dass selbst hier noch nebendrin ist. Ja, so. Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Jetzt hat ja in der vergangenen Woche, wenn Sie es bei Fast and Forex gesehen haben, Bitcoin ist abgegangen oder hat sich jetzt deutlich erholt. Es hat deutlich jetzt an Wert auch zugenommen im Verhältnis zu also deutliche Bewegungsmuster auch, gerade im Vergleich zu den Vormonaten. So, und das sehen wir eben so gewisserweise, sind die Techs ja auch hier mit verbunden. Ja, das heißt einfach, hier geht es so langsam los mit der höheren Risikobereitschaft. Ja. Schnelles Wachstum, Wachstumswerte allgemein, höheres Risiko natürlich, mehr Fantasie natürlich mit dabei. Auf der anderen Seite, wir sehen es von der fundamentalen Seite, Entlassung. In anderen Bereichen würde man von Massenentlassung sprechen. Ja, bei der Mitarbeiteranzahl von so einem Google ist das dann einfach auch nur ein paar Prozent, aber sonst nicht mehr. Nichtsdestotrotz, die Märkte lassen, sondern die Nasdaq lässt sich jetzt hier nicht beeinflussen und ich sehe auch hier erstmal die Möglichkeit, dass der Markt noch weiter hochgeht, 12.150 vielleicht, aber dann nochmal wieder abdreht und dann darf es von mir aus, und das dauert noch ein bisschen aus der Sicht, ja, da hier nochmal zurückkommen. Hier ist es dann wichtig, dass diese Seitwärtsbewegung, die wir haben, ja, dass die dann von oben getestet wird und dann kann nämlich erst der kleine Durchschnitt 20 überhaupt abdrehen, ja, und nach oben kommen. Weil hier kommt erstmal von unten, ja, der gelbe sehen wir, und geht jetzt in die seitliche Bewegung über. Das heißt, der Markt muss erstmal darüber kommen. Dann, wenn er zurückkommt, sollte er idealerweise darüber halten. Nur dann ist er über dem Durchschnitt. Tja, und wenn er über dem Durchschnitt ist, dann erhöht sich der Durchschnitt natürlich auch. Und dann kann man irgendwann mal darüber sprechen, dass wir so etwas haben wie eine Aufwärtsbewegung. Haben wir ja momentan noch nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber das wäre so eine Idee, wenn zum Beispiel das Thema der Zinsen ins Spiel gebracht wird. Niedrigere Zinsen gar, ja, also zumindest mal einen Stopp von den Zinserhöhungen, niedrige Zinsen, dann dürften wir das Szenario ziemlich schnell erleben. Dann dürfte auch die Korrektur relativ gering ausfallen. Dann ist nämlich wieder Risk on. Warum? Weil Geld billig ist und es muss ja irgendwo rein. Wohin? Wo es natürlich am meisten verdienen kann, klar. Und es sind eben zumindest in der Vergangenheit immer auch die Tech-Werte gewesen. Und dementsprechend ist sowas hier natürlich dann aus der Sicht interessant. Aus Tagesschartbasis müssen wir ein bisschen größer ziehen. Sehen wir aber auch hier genauso, der ist nicht der 20er interessant. Wir sehen schon eine gewisse Dynamik. Hier sind die zwei Tage, Donnerstag, Mittwoch, zur Korrektur genutzt worden. Man ist am kleinen Durchschnitt 10 direkt wieder unten zurückgeprallt. Ja, also hohe Dynamik. Es reicht schon die Korrektur an den 10er-Durchschnitt, nicht höher. Tja, und damit haben wir im Endeffekt schon ein kräftiges Zeichen und damit ist aus meiner Sicht eben auch wirklich die Idee gerechtfertigt, hier oben anzukommen. Und dann aber das gleiche Schicksal wie auch im S&P. Man ist dann eben doch eng verbunden, dass wir dann hier vielleicht so etwas wie einen Shootingstar sehen. Ja, nicht schön, aber selten. Ja, also eine Umkehrmuster und das ist dann eben in dem Bereich bei rund 12.150, 200, 100, ja, so in dem Bereich, dass sie das Ganze umkehrt und dann eben korrigiert, so wie hier angedeutet, in den Bereich des kleinen Durchschnitts 20, vielleicht 10, wenn es sehr dynamisch ist, muss man dann eben einfach sehen. Wäre aber sehr wünschenswert,
Denn, und das ist das Interessante daran, dann kommt nämlich auch diese Linie hier ins Spiel, die wir hier mal so ein bisschen hin und her schieben können, so, die dann wiederum genau in der Mitte der Range liegt. Das ist aber wichtig, dass diese Linie auch von oben getestet wird, so wie hier. Ja, hier wird sie von unten getestet, mehr oder weniger durchstechend. Hier wird sie von oben getestet und hält genau. Hier durchgegangen, getestet, von unten, also von oben und dann nochmal hochgegangen. So, und das muss einfach normal passieren. Dann haben wir einfach die Möglichkeit, uns auch entsprechend, ja, dann kann der Markt sich auspendeln und dann von hier aus eben wieder durchstarten. Alternativ tut das natürlich sofort. Ein Einstieg wäre immer dann gerechtfertigt, wenn er hier abprallt, dann wäre ihn nämlich schön, der Stop-Loss zu setzen. Ja, das könnte man ganz gut machen. Oder wer länger halten will, der könnte dann eben Teil der Position da halt öffnen, Stop-Loss hier unten setzen und dann nochmal zukaufen. Ja, wenn man dann eben sagt, hey, ich gehe da langfristig ran und dann den Gesamt-Stop-Loss hier unten legen, dann idealerweise dort. Ja, weil klar, das sollte dann halten, idealerweise. So, dann gehen wir zu guter Letzt hier für die USA, für unsere Indizes in den Dow Jones. Und das ist eben das, was ich schon sagte, das Schicksal vom Dow Jones ist eigentlich das, was ich auch für den DAX erwarte, Doppeltop. Ja, das sehen wir eben hier. Die Dynamik hat nicht mehr gereicht, die Bollinger Bänder zu durchstoßen. Ich finde, das ist auch ein interessantes Indiz. Wir sind im Endeffekt hier gescheitert an dem vorangegangenen Hoch, das wir hier dann in der Woche vom 15. August haben. Einmal massiv drüber, ja, massiv heißt schon kräftig, ja, total abverkauft, Bärenfalle, aber irgendwie auch nicht, weil wer hier dann eingestiegen ist, Short, der ist ja mit seinem Stop-Loss zwangsläufig hier oben, ja, und da ist ja noch nicht viel passiert, im Buch ist es aber rot, so, das macht keinen Spaß, und das ist eben einfach so die Sache, man ist jetzt drin, Short, und wird jetzt richtig hin und her geschüttelt. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Meine Idee jetzt, dass es zumindest auch nochmal an das Tief geht, dass es auch hier nochmal an den kleinen Durchschnitt 20 geht. Das kann hier nochmal so hin und her pendeln. Aber ich sehe auch hier eher die Chance, dass der Markt nochmal korrigiert. Ob er jetzt direkt nochmal ganz runter geht, das bezweifle ich. Ja, dazu ist auch einfach die Aussicht zu positiv. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gewinnmitnahmen, wir dürfen nicht vergessen, natürlich kann es sein, dass der Schluck erstmal zu groß war und dass die Marktteilnehmer sagen, Moment mal, jetzt warten wir es mal ab, was von den ganzen Seiten kommt. Nicht, dass ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. So, und das wird sich darin zeigen, dass eben die ersten Adressen anfangen zu verkaufen, bevor sie dann wieder einsteigen. Einfach auch um Gewinne zu sichern, mitzunehmen und dann eben auch wieder günstiger einzusteigen, wie das nun mal auch so läuft. So, dann können wir uns diese Linie hier mal entsprechend, was können wir da nehmen? Ja, das sieht auch ganz anständig aus. Und wir sehen, es ist hier so ein bisschen verfranst, zerfranst. Passt aber auch ganz gut hier so mit rein. So, und das wäre so ein Bereich bei, na, sagen wir mal 31.400, 31.500. Na, das kann man sogar noch ein bisschen so runterziehen von mir aus. So, ja. Und dann wird sich hier eben zeigen, ob der Markt kraftvoll ist. Ja, das wäre dann auch knapp unterhalb der 50%. Im Anstieg von der Gesamtrallye, die wir haben, auch völlig akzeptabel. Und dann darf es natürlich gerne weiter aufwärts gehen. Das ist auch meine Idee dazu. Im Grundsatz, also dass wir uns richtig verstehen, ich bin eher bullish als bearish. Ich sehe aber erstmal kurzfristig die Korrektur. So, wir schauen uns nochmal die Aktien an. Ja, ich bin ja auch mal über ein paar Aktien gegangen. Ich habe hier nochmal Disney rausgeholt. Das war ja auch so eine Idee hier. Ja, das ist einfach hier dieses kleine Hämmerchen, das wir hier haben, da, das kleine Hämmerchen, der Ausschlag, sage ich. Und stell dir vor, wer hier reingegangen ist, ja, was für ein Chance-Risiko-Verhältnis jetzt schon erreicht wurde. Und solche Sachen suchen wir natürlich als Trader. Und das können wir auch nochmal überlegen, wie wir das hergeleitet haben, wie wir herleiten können. So, dann haben wir hier so einen Bereich, der durchschritten wurde, ja, mit den ganzen Tiefs, durchbrochen. Ja, und das ist deshalb auch mit so einem Stop-Buy. Ja. Das ist dann immer so ein Hämmerchen, das ist eher fast schon ein Spinning-Top. Ja, aber wir sehen hier, dem Mutigen gehört die Welt. Und das sehen wir aber auch hier. Ja, wir haben hier ein entsprechendes Risiko von, so, von 7 Dollar plus ein bisschen Puffer. Ja, also rund 7 Dollar, sagen wir mal 8 Dollar mit ein bisschen Puffer oder 7,50, sei es drum. So, aber wir sind dann hier eben von, was ist das hoch gewesen? Genau, von
104,50, 104,60 auf jetzt, also ja, genau, was haben wir da? Ach, genau, 88, genau, 88,30 auf 104,50. So, damit haben wir schon, ne, ein ganz, ganz anständiges Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, damit haben wir ja fast schon, ja, 7 Dollar, also 8 Dollar Risiko, und momentan sind wir eben, naja, von 88, 12 plus, ja, sind wir schon mit dem Doppelten, also 1:2 locker dabei. So, und das ist einfach das, was wir suchen im Trading. Und deshalb schauen Sie immer auch auf die Umkehrmuster und die Umkehrideen. Wie weit könnte es gehen? Natürlich bis hierhin, wo die Widerstände lauern. Das ist immer am wahrscheinlichsten. Und da haben wir auch ein bisschen. Das heißt, Kursziel wäre dann 108,80 so als erstes. Dann kommt dann das Bollinger Band langsam dahin. Also in dem Bereich kann ich mir das vorstellen, wäre das hoch, vielleicht auch ein bisschen drunter bei 106. Aber dann reden wir eben über 88 auf 108. Dann reden wir mal über 20 Dollar Profit für 7 Dollar Risiko. Also wenn es gut läuft, knapp 1:3 im Chance-Risiko-Verhältnis über ein paar Wochen. Na, das wären dann 4, 5 Wochen ungefähr. Also schon mal gar nicht so schlecht, auf solche Sachen auch zu achten. Microsoft hatte ich auch mal thematisiert, so als Grundidee. Und wir sehen eben auch hier, genau, letztes Mal war ja auch hier dieser Doppelboden, der thematisiert wurde, mit dem Harami da drin, die letzte Woche sehr verhalten. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass hier auch wieder dieses Thema kommt, ja, nochmal Risk On mehr, und dass es eben hier dann weiter aufwärts geht. Hier kannst du durchaus halten, ja, kurz mal zurückkommen. Und dann wird sich auch rausstellen, ob der Markt hier hochpendelt, das ist so meine Idee dazu, oder ob es hier nochmal weiter runter geht. Das muss ich zeigen, hängen natürlich mehrere Faktoren von ab. Aber auch hier nochmal die Fantasie wieder, Wachstum nimmt wieder zu. Auch hier mit Entlassung Microsoft wird natürlich auch dann entsprechend mit den Bilanzen zu tun haben. Und klar, weniger Mitarbeiter sind weniger Kosten, denn die Arbeit wird ja verteilt auf die anderen Schultern, kennen Sie ja vielleicht. Ja, und dementsprechend dürfte sich das dann auch auf die Kurse auswirken. Deshalb bin ich auch hier bei Microsoft eher positiv, dass es zumindest weiter ansteigt. Es lässt sich hier nicht so ein interessanter Trade ableiten wie bei Disney, aber trotzdem ist es ja interessant, mal zu sehen, was passiert in den Tech-Werten. Und die Tech-Werte sind natürlich auch stark vertreten mit Apple. Und hier war ja auch die Idee, dass es weiter ansteigt. Ja, so, und das sehen wir ja auch. Das tut es ja auch. Jetzt schiebe ich das Ganze mal dahin. Denn dort bewegt sich das aktuell eben auch hin. Das heißt, auch hier dieser schöne Hammer, den wir haben, der wurde genommen. Und jetzt sind wir hier ungefähr beim Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1. Wir sind aktuell eben an einem Unterstützungsbereich, der zum Widerstand werden kann. Muss ich zeigen, ob Apple hier durchbricht, dann den 10er überwindet und den 20er dann erreicht. Dann kann es durchaus sein, dass der Markt nochmal abprallt. Ja, das wäre auch so dieser Idee folgend. Den schiebe mal hier, der dort. Also, dass wir hier eben einfach das ein bisschen enger setzen. Ja, dann kommen dann hier einige Punkte zusammen und dann darf es gerne nochmal runtergehen. Es wird sich entscheiden, ob Apple hier durchbricht. Aus meiner Sicht nach dieser Korrektur an der Linie, das wäre dann ein Einstieg, der sich wirklich lohnen kann, wo wir sagen, okay, jetzt hat der Markt tatsächlich ein höheres Tief ausgebildet, hier in dem Bereich bei 138 rund, ja, oder 137,50 oder was auch immer das dann ist. Ja, da könnte man aggressiven Stop setzen mit der Idee, dass der Markt direkt auf die 180, nein, nicht direkt, aber dann im Anschluss die 180 ins Visier nimmt. Das wäre ein Chance-Risiko-Verhältnis, von dem wir natürlich träumen, ja, dass es auch braucht. Und wir hätten dann eben auch die Idee eines, ja, so einer W-Formation, da der ich auch immer gerne Ausschau halte. Aber das ist erstmal alles Zukunftsmusik. Ich will damit einfach nur deutlich machen und zeigen, wie viel Potenzial kann sich entwickeln, wenn wir genau hinschauen, und was können wir auch letzten Endes dann als Trader daraus rausarbeiten. Ja, und das war sie schon, die Marktwoche. Ich wollte gar nicht so viel darüber sprechen, aber ich finde es immer spannend, was man so auch dann rauslesen kann. Und nochmal, ich versuche ja auch mal so ein bisschen Hintergrund zu geben, damit Sie mit Ihren eigenen Analysen auch selber weiterkommen und die natürlich auch selber gut machen können. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Nochmal, ich bin eher bullish. Ja, also eher positiv gestimmt als negativ, aber ich sehe eben in den allermeisten Werten, bis auf den Nikkei jetzt, Korrekturpotenzial von aufwärts auf abwärts. Das ist nicht dramatisch,
aber da sollten wir definitiv drauf achten. Wir sind an gewissen Zonen. Als erstes Ziel Bereiche im Korrekturmodus sehe ich den kleinen Durchschnitt 20 und natürlich alles, wenn wir in einer gewissen Range sind, was sich als Mitte der Range zeigt, achten Sie da auf Unterstützung und entsprechende Umkehrsignale, dann kann man es durchaus mal versuchen mit einem Long, mit einem angemessenen Chance-Risiko-Verhältnis. Ja. Und ansonsten, wenn Sie mögen, sehen wir uns am Donnerstag wieder zu Fast & Forex. Kommentare gerne unterhalb und dann gehe ich auch gerne darauf ein. Bis dann, alles Gute, Ihr Wiener Dahlt.